Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr am Start seid. Ich mache nur noch mal schnell die Schließfächer leer. Hat es natürlich wieder nicht gespeichert, aber wir sind ja auch gestorben. Durch diese beschissenen Scharfschützen da oben. Wo ich noch nicht so wirklich weiß, was ich am besten mit denen anstelle. So, wir müssen hier nochmal den Hebel ziehen jetzt. Man sieht es einfach nicht vorher. Man sollte wirklich warten. Man bräuchte in dem Spiel eine Zeitlupenfunktion. Dann wäre alles um einiges einfacher. So, dann machen wir nochmal schnell die Spinte leer. Mittlerweile bestimmt das dritte Mal oder so. Ist doch alles kein Problem. Haben wir. So, darf ich jetzt hier hoch? Danke. Darf ich jetzt hier hoch? Mel, danke. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir überhaupt generell hin müssen, was dieser Hebel jetzt bewirkt hat. Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich sieht er meine Hände nicht. Aber ich denke, wir müssen eh die Mudokons hier unten mal noch holen. Der ganz unten hat es nicht mitgekriegt. Ja, natürlich. Ach so, die werden ja auch erschossen. Ah, die hat's schon erwischt, ne? Hä? Och nö. Ja, das ist echt schwer mit denen, das muss man mal sagen. Man sieht halt überhaupt nicht, wann die um die Ecke kommen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die Mudokons hier lebendig hochkriegen soll. Na, jetzt waren nicht mehr alle Schließfächer was drin, ne? Wenn wir die vorher verstecken, sammeln die sich wohl alle selber was in die Tasche. Die Schweine. So, wir warten jetzt hier unten. Gucken mal, wo er hingeht. Er geht hinter die Wand. Also können wir ganz schnell hinter die Wand. Kommt alle her, los. Jetzt wartet ihr. So, jetzt müssen wir warten, bis er... Seid doch nicht so laut, ich muss mich konzentrieren. Bis er hier oben ist und jetzt können wir schnell hier hinter. Los, 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 los. Hui. Ach, jetzt kommt auch noch MG-Schütze, oder was? Reicht ja nicht, die Scharfschützen? Nein. So, du musst wieder runtergehen mit deinem Laser. Macht aber irgendwie nicht mehr. Der jetzt bloß nach rechts und links? Der geht bloß nach rechts und links. Okay, also jetzt. Kommt, 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 kommt. Schnell weiter. Jawohl, wir haben es geschafft. Oh, ich hole mir nochmal fix den Checkpoint hier hinten. Dann haben wir zumindest die Etappe einfach erledigt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit kommt denn der? Ziemlich weit. Was passiert hier? Hier, schnell rein. Warum kommt... Die Mudokons kommen nicht mit. Warum? Entweder nicht geplant, dass die mit hier hochkommen sollen. Haben wir hier hinten noch irgendwo ein Vogelportal? Kann ich die hier irgendwo loswerden? Nicht, dass ich wüsste, ne? Kommt da was? Nee, da müssten wir ja hier mit dem Zug nochmal fahren. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Gut, es geht auch hier links oben lang. Vielleicht sollen wir gar nicht ganz oben lang. Lassen die jetzt mal hier warten. Den ersten Schalter oben haben wir gedrückt. Haben wir noch genug Nebelschleier? 6 Stück. Dann nehmen wir schon mal einen in die Hand. Achso, hier wäre Nebel gewesen. Ja, Entschuldigung, zu spät gesehen. So, den aktivieren, schnell rüber. Den aktivieren. Ach, das hat die Scharfschützen ausgeschaltet. Na super, hätten wir vielleicht vorher mal machen sollen. Naja. So, ihr kommt wieder mit. Wir dürften jetzt hier eigentlich ganz ruhig langlaufen dürfen. Schnell. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Es wäre auch noch unten lang gegangen. Ah nein, jetzt müssen wir unten lang. Okay. Ich dachte schon, ich habe wieder irgendeinen Eingang übersehen. Schnell. Und nochmal schnell. Und wir haben es geschafft. So, ein Vogelportal wäre schön. Ich würde die ganz gerne mal loswerden, die Biester.
Und da haben wir es. Das Spiel hört auf uns heute. Merkt ihr das? Und das lief doch sogar mal ganz gut. Hä? Und die anderen beiden hatten keine Lust, oder was? Jetzt. Braucht nochmal eine extra Einladung. Irgendwie ist meine Stimme heute nicht ganz so da, wie sie sonst ist. Ich brauche einen Nebelschleier oder geht das Ding weit genug weg, dass ich drunter durch? Es geht weit genug weg. Nein, Glück sind die nicht wach geworden. Das wäre der direkte Tod gewesen. Wir haben hier Minen, aber die sind alle entschärft. Da ist eine Kamera, verdammt. Kann ich den fesseln? Kann ich nicht. Das heißt, der Plan ist doch eigentlich... Nee. Da oben ist noch ein Arbeiter. Und ein Gelee Royal. Ich jetzt allerdings charmte. Nee, kann ich gar nicht. Hier ist so ein gelbes Ding. Okay, Tür. Natürlich. Weil ich den Schalter gedrückt habe, oder warum? Ach. So, diesmal gleich alle. Dankeschön. Keine Ahnung, woran es jetzt lag. Eigentlich würde ich gerne irgendwas werfen, was die Mine aktiviert, aber wir haben so absolut gar nichts, oder? Twitzy Pop vielleicht? Das so oben drüber werfen, reicht das? Es hat nur den erwischt. Ich wollte eigentlich die Minen treffen. Der ist einfach direkt im Nichts verschwunden. Finde ich auch cool. Verschwinden alle im Nichts. Geh weg. Naja, gut, dann müssen wir sie alle einzeln holen. War jetzt eigentlich nicht der Plan. Der oben steht auch gleich wieder auf. Ah, ganz oben steht noch so ein Raketenwerfer-Typ. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Wir machen mal diesen. Ui. Au. Au. Ah, shit, das Ding geht kaputt. Warum läuft der so komisch? Habt ihr es gesehen? Der ist so gestockt. Der wollte nicht laufen. Ja, es wird echt ein bisschen schwierig. Ich weiß gerade nicht hundertprozentig, wie ich es anstellen soll. Hat ihn nicht komplett erwischt. Ah, nein, nein. Ah. Ach Mist, ich würde aber ganz gerne den Mudoko noch retten und mir das Gelee Royal noch greifen. Meinte, ich könnte sicherlich auch langschleichen. Ich habe die Befürchtung, dass... Der eine ist ja generell wach. Ich habe die Befürchtung, dass wenn ich hier langkletter, dass die mich wieder hören. Wir probieren es jetzt mal mit Schleichen. Schneller. Ja, und wieder... Entschuldigung, aber das ist wirklich echt ganz schön verbuggter Mist in dem Spiel. Dass die manchmal wach werden, manchmal nicht. Es ist einfach echt ärgerlich. So, gut, wir scheißen auf Gelee Royal und Mudokon. Ich will mich jetzt hier nicht 5 Stunden lang dran aufhalten. Und wenn die jedes Mal aus unterschiedlichen Geschichten wach werden, dann kann ich es leider auch nicht ändern. Gucken, ob er jetzt wieder wach wird. Nein, jetzt ging's. Wenn ich den Schalter drücke, bestimmt. Ach ja, siehst du? Egal, wir machen es jetzt einfach so. Und wir sind in den Minen. Ach, und damit haben wir es auch geschafft. 57 Minuten. Obwohl ich halt auch manchmal vor den Aufnahmen und so weiter läuft das Spiel schon und ich check nochmal alles. Also es kann durchaus passieren, dass wir kürzer gebraucht haben. Weiß halt nicht, wie genau der die Zeit zählt. Ob sobald wir auf Escape drücken, im Menü sind, ob der auch noch zählt oder nicht. Wissen wir alles nicht. Ja, lief nicht so geil das Level, sagen wir es mal so. Aber wir haben es geschafft. Ich bin froh darüber. Und dann machen wir einfach gleich mal weiter mit dem nächsten. Ich kann mich leider immer noch nicht ausstellen, dass ich jetzt hier in der nächsten Videosequenz nicht drin bin. Aber ich glaube, ich werde das mal fix umstellen und dann einfach schneiden. Bis gleich.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Gab gar keine große Videosequenz. Ich hab's nochmal schnell umgestellt, dass ich endlich wieder diesen hier machen kann. Das ist schon cooler für die Sequenzen. Ich weiß nicht, warum das schon wieder nicht mehr eingestellt war. Abe hat einen Weg durch die Nekromine gefunden, aber die Sicherheitsvorkehrungen in dieser Gegend sind stramm. Der Eingang zu den Katakomben muss sich tief in den Höhlen befinden. Hinweis, deaktiviere Maschinen. Nach deaktivierte Maschinen stehen Abe im Weg, finde heraus, wie du sie aktivieren kannst. Okay. Machen wir. 47 Angestellte, 33 Security. Gab's schon schlimmere Level? Ist die Frage, wenn die alle auf einem Fleck sind. Ist halt auch nicht so geil. Das Ding ist deaktiviert und es benötigt Strom. Okay. Wir holen uns wieder ein paar Steinbonbons. Nichts im Müll heute. Doch hier, andere Seite kann ich irgendwie nicht aktivieren. Ach, leer. Okay. Strom an. Das war jetzt nicht das schwierigste Rätsel. Stahlschlauche. Schlauch plus Stahl ergibt Stahlschlauche. Doppelt so glänzend, doppelt so stark und doppelt so teuer. Noch mehr Stahlschlauch. Mal gucken, ob wir ein neues Rezept kriegen. War da unten links das Symbol immer schon so gelb? War das überhaupt schon da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es irgendwie noch nie so richtig wahrgenommen. So, dann fahren wir einfach mal mit dem Ding hier rum. Und wir sind angekommen. In der Mine. Entschuldigung, ich war nicht so schnell mit den Augen, wie ich hier rumgelaufen bin. Da hinten ist schon wieder ein Scharfschütze. Ja, es war irgendwie schon wieder ein ganz schön dummer Toter. Man sieht es ja auch spät. Hä? Nee, jetzt sind wir doch woanders. Bin doch nicht so weit vorgesprungen. Außerdem kam mir ja noch ein Mudokon. Geht das die Mine weg oder wir waren gerade woanders? Lass mich nochmal kurz hoch. Ja, jetzt wird er... Springen doch hoch. Danke. Hier unten waren wir. Entschuldigung. Ja, das sieht man halt auch spät, ne? Das ist die Frage. Muss ich das Ding überhaupt deaktivieren? Eigentlich nicht. Kann auch einfach drüber springen. Was ist hier? Ach, hier brauchen wir erst Strom. Aber den müsste ich deaktivieren. Hab gedrückt und er rollt sich in die andere Richtung. Ist das nicht nett? Ach, weil der da rechts das Ding noch aktiv hat oder was? Super. Machen wir erstmal diesen. Ach ja. Gut, ich lasse das mit den Minen. Es ist halt schon wieder irgendwie verbuggt, ne? Also es tut mir leid, aber das nervt mich an dem Spiel tatsächlich ganz schön an. Das ist teilweise echt... manche Situationen nicht richtig spielbar sind. Es buggt. Ich kann das nicht aus... Ah, jetzt ging's. Okay. Wir machen es nochmal. Ich will mich gar nicht groß aufregen. Aber manchmal ist es halt echt ein ganz schöner Graus, wenn er dann einfach irgendwelche Kanten nicht festhält. Oder wenn man halt hier eine Mine entschärfen möchte und... er hat aber noch diesen... den Punkt von diesem komischen Ding da drüben und möchte darüber. Jetzt. So. Jetzt haben wir's. Dann sollte man halt einfach keine Minen in die Nähe von sowas bauen. Oder das irgendwie ein bisschen besser programmieren. Das wäre definitiv eine Lösung. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Ding ging hier drüben lang. Hier lang. Das geht hier rüber, aber ich kann hier nichts aktivieren, ne? Irgendwas ist noch da oben. Wir gucken mal eben. Das führt aber wieder da lang. Hätten wir ganz vorne irgendwas aktivieren müssen? Bevor wir mit dem Ding... Was passiert, wenn ich jetzt ziehe? Wir fahren wieder zurück, weil das Kabel geht hier oben lang. Aber hier haben wir den Strom ja angestellt. Aber hier drüben den nicht. Das Kabel kommt von hier. Wo geht's denn los? Es geht irgendwo los, wo wir... Doch, wo wir hinkommen. Ah. Seht mal, habe ich schon wieder fast übersehen. Ach, kletter doch hoch. Jetzt. Alles klar, dann haben wir das. Ich hoffe nicht, dass das zu tief war. Somit haben wir schon mal den Strom.
Wir fahren wieder runter, dann gucken wir mal. Der geht jetzt bis da unten hin, wo wir gerade eben waren. Also wir müssen den Strom hier wahrscheinlich durchs komplette Level führen. Nochmal schnell den Checkpoint geholt. Ah, das wäre schon wieder passiert. So, jetzt aber. Und hier rein. Ah, okay. Wäre gar nicht zwingend notwendig gewesen. Epoxidharz, der beste Kleber, den es eh gibt. Von der Wissenschaft dahinter haben wir keine Ahnung, aber was einmal daran haftet, bleibt daran haften. Das reicht uns. Wir haben irgendwie noch nicht einen von diesen Schlüsseln gefunden, außer am Anfang dieses... War das ein Kupferviereck oder Kupfer... Ich glaube, Kupferviereck hieß es. Silberviereck haben wir nicht gefunden und das sah jetzt nach etwas Goldenem aus. Gut, dann haben wir das Geheimareal. Hier müssen wir schleichen. Müsste aber doch rein theoretisch... Geht das auch mit sowas? Ja, hat geklappt. Wenn es doch immer so einfach wäre. Kriegen wieder ohne Ende Stahlschlauch. Wir gucken gleich mal in das Menü rein. Bräuflasche, Feuerzeug. Ah, jetzt steht bei Feuerzeug eine 1. Jetzt haben wir es auf einmal wieder. Das letzte Mal stand ja 0 da. Es war nicht da, obwohl wir es bekommen haben. Hier hinten. Fehlt uns aber noch Feuerlöscher und Batterie. Feuerlöscher hatten wir mal eine ganze Zeit lang auf der Quest, also auf der Mission, auf dem Zug hatten wir den. Batterien hatten wir auch schon ein ganz paar gefunden. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier alles noch zusammenkriegen. Ja, das war eine ganz schön knappe Kiste. Ach so, es hat ihn auch so umgebracht. Scheiße, jetzt haben wir Alarm ausgelöst. Ah nein, jetzt fährt er runter. Jetzt ist eine hier richtig aggressive Mine da drüben. Ich wollte ihn eigentlich chanten, weil ich habe nicht gesehen, dass das Ding da oben das Teil da auslöst. Wir müssen hier 70 bezahlen, die haben wir bestimmt. Ah ne, es fehlen noch 28 Mula. Hier müsste ich chanten können. Ja. Oder auch nicht. Okay, hier oben erkennt es uns noch nicht, aber wir können runterfahren und es blitzt die dann. Auch nicht so richtig. Irgendwie hat es nur den einen erwischt. Schade. Naja gut, dann kommen wohl die Flummi-Eigenschaften wieder zum Einsatz. Was ist jetzt? Nicht aufhängen. Oh je. Ich dachte schon, Spiel hängt sich auf. So, haben wir jetzt mal alle erwischt. Haben wir. Ich darf da auch nicht durch. Durch. Scheiße. Wir brauchen Nebelschleier und die stehen gleich wieder alle auf und dann haben wir... Nein, ich hab... Wie soll ich denn hier durchkommen? Ah nee, das brutzelt mich nicht, das aktiviert nur Alarm, oder? Glaube ja, weil wir kommen hier oben nicht lang, wir haben nicht genügend... Mula einstecken. Nun sind wir auch gleich alle, was die Steinbonbons angeht. Ich treffe schon wieder überhaupt nicht. Jetzt wird es langsam eklig. Kriegen auch keinen Fitzi-Buben mehr hin. Das heißt wohl, wir müssen irgendwie hier hoch. Was war denn das? Wieder gebackt. Einfach irgendeine unsichtbare Stufe. Hier war Mula. 28 brauchen wir noch. Jetzt haben wir 14. 21 reicht immer noch nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie wir hier hinten langkommen sollen. Irgendwo müssten wir noch 7 Mula finden. Was wir hier unten machen, habe ich noch viel weniger eine Ahnung, weil ganz ehrlich, wir haben absolut gar nichts mehr. Ich kann keinen Fitzi-Boom herstellen, keine Flummi-Bonbons, keine Minen. Wir haben einfach gar nichts, um hier irgendwas anstellen zu können. Das ist ein bisschen doof gerade. Aber es müsste ja theoretisch auch bedeuten, dass ich schon wieder irgendwo ein Geheimareal übersehen habe. Ich
Ja, eigentlich hat das Spiel das bis jetzt ja halt immer so gemacht, dass wir auch hinkommen mit den Mula, die wir finden. Aber da unten die Spinte habe ich leer gemacht. Hier sind wir lang. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir machen sollen. Machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Hoffentlich klappt das in der nächsten Folge, dass wir hier weiterkommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.